ich darf uns auch noch mal entschuldigen, dass es ein bisschen später geworden ist, aber wir werden das dann nicht überstrapazieren. Ja, vielen Dank, dass Sie da sind. Die Linke begeht in diesem Jahr das 10. Jubiläum einer Reihe von Terminen, die doch 2004 zu einem Meilenstein der Parteigeschichte geworden sind. 10 Jahre WASG sind für die Linke ein Grund zum Feiern. Und es ist gewaltig, was in diesen 10 Jahren passiert ist. Die Linke hat sich auf den Weg gemacht, eine völlig neue Formation im Parteienetablissement hervorzubringen, was ja auch gelungen ist. Und man kann aber sagen, ohne die Existenz der WASG und ohne diesen Teil der Parteigeschichte wäre das nicht möglich gewesen. Heute sitzen auf dem Podium 2 von 7 Gewerkschaftern, die am 19.03. die Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit auf den Weg gebracht haben und im Nürnberger Arena Hotel den Aufruf für eine Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit auf den Weg gebracht haben. Damals waren, glaube ich, mehr Journalisten da als heute, weil das durchaus zu großer Aufmerksamkeit geführt hat. Heute gilt es inzwischen in der Geschichte der Parteien als Normalfall. Deswegen will ich es auch gar nicht kritisieren, dass damals mehr da waren als heute. Vor 10 Jahren war diese Idee, eine neue Partei zu machen, natürlich in der Tat völlig explosiv. Sie hat zu einer Aufbruchstimmung in der Gesellschaft geführt und letzten Endes, wie gesagt, dazu geführt, dass wir heute die Linke haben, wie wir sie haben. Heute vertritt die Linke jeden 10. Abgeordneten im Parlament und ist die stärkste Oppositionspartei, drittgrößte Partei im Bundestag. Ich glaube, das hätten wir selber damals so nicht gedacht, dass es diesen Schwung gibt. Wir hatten natürlich damals ja noch gar nicht im Blick, eine gemeinsame Linke zu machen, sondern dieses Vorhaben war durchaus dazu gedacht, eine eigenständige Partei zu machen. Dass es dann eine gemeinsame Linke geworden ist, da hat sicher auch Gerhard Schröder fest mitgearbeitet, sowohl mit seinen Maßnahmen wie auch mit der vorgezogenen Wahl. Aber man kann mit Fug und Recht sagen, dass die Gründung der WASG vor 10 Jahren ein Erdbeben im Parteiensystem ausgelöst hat, das bis heute nicht beendet ist und von dem auch die etablierten Parteien nicht unberührt wurden. Also nach wie vor muss sich die SPD dank uns immer wieder dem Widerspruch zwischen sozialer Programmatik und unsozialer Praxis stellen. Und ich glaube, die SPD wäre nicht mit einem relativ linken Wahlprogramm in die Bundestagswahl 2013 gegangen, ohne die Existenz der Linken. Gleichzeitig müssen sich auch die Grünen immer wieder gefallen lassen, dass die Linke an ihrer eigenen friedenspolitischen Tradition rührt und für die Umsetzung dieser einstmals friedenspolitischen Position der Grünen eintritt und muss sie an ihre eigene Geschichte erinnern, von der sie offensichtlich immer weniger wissen wollen. Wir können sagen, dass die Themen, die damals die WASG auf den Plan gebracht hat, insbesondere die Prekarisierung der Arbeit, die Frage der Zurückdrängung, der Stellung der Lohnabhängigen in der Gesellschaft, die Frage der Verteilungsgerechtigkeit, die Frage der Renten, dass diese Fragen nicht erledigt sind. Ich würde sagen, dass ohne die Existenz der Linken es nicht zu Korrekturen gekommen wäre, die wir ja jetzt auch zum Teil sehen. Also ohne die Existenz der Linken wäre sicher die Praxisgebühr nicht abgeschafft worden. Ohne die Existenz der Linken wären verschiedene Korrekturen an Hartz IV oder auch an der Rentenpolitik nicht zustande gekommen. Aber das sind nur kleine Korrekturen, die am
an dem Grundzug der neoliberalen Politik leider nichts grundsätzlich ändern, sondern nach wie vor geht die Schere zwischen Arm und Reich weiter auseinander, nach wie vor gehen die Reallöhne zurück, nach wie vor werden wir große Altersarmut bekommen. Und die nächste Phase der linken Politik wird eben darin bestehen müssen, einen grundsätzlichen Politikwechsel einzuleiten, in dem Arbeit und soziale Gerechtigkeit in der Tat die Grundlagen der politischen Mehrheitsverhältnisse in diesem Land sind. Wir sind optimistisch, dass wir in den nächsten Jahren auf diesem Weg weiter vorankommen, ohne die Existenz der WASG, die Gründung der WASG und das Einbringen quasi dieser Teile in die gemeinsame Linke wäre das nicht möglich und wäre es auch nicht möglich, dass wir heute doch mit einem relativen Optimismus in die Zukunft sehen können und jeder, glaube ich, heute davon ausgeht, dass die linke Partei nicht mehr wegzudenken ist im Parteienspektrum, dass sie aber nicht nur nicht wegzudenken ist, sondern ich glaube, dass wir dort, wo wir bei der Bundestagswahl gelandet sind und wo wir heute in den Umfragen stehen, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht ist. Kurzer Rückblick, kurzer Ausblick. 2003 im Bundestag zwei Abgeordnete der SPD, der PDS, das war das Einzige, was links von der SPD damals parlamentarisch war. Die Ursache für die Gründung der WASG lag schlichtweg darin, dass sich die Sozialdemokratie so weit weg von ihren Grundsätzen entwickelt hat, dass ein großer Teil der Bürgerinnen und Bürger schlichtweg zum damaligen Zeitpunkt keine politische Interessenvertretung mehr hatte, dass die Gewerkschaften absolut in der Defensive waren. Sie wurden als die letzten Betonköpfe bezeichnet zum damaligen Zeitpunkt. Und es gab einfach die Frage von all denen, die mit dieser Entwicklung nicht einverstanden waren, das waren sehr viele, akzeptiert man das oder stellt man was dagegen? Das war die Situation. Wir haben uns entschieden, was dagegen zu setzen, was natürlich auch die SPD damals sehr schnell veranlasst hat, uns auszuschließen. Also Thomas Hentos, ich und mehrere, die damals dabei waren, haben dann sehr schnell übrigens ohne entsprechendes Verfahren den Brief gekriegt, dass sie nicht mehr Mitglied der SPD sind. So, das war die Ursache. Die Ursache war ein vollkommener Programmwechsel der Sozialdemokratischen Partei, der übrigens bis heute nachwirkt. Ich erinnere daran, dass Müntefering jetzt das Rentenkonzept dieser Regierung kritisiert. Ich erinnere daran, dass Schröder sich nach wie vor doch vehement für die Rente erst ab 67 einsetzt und so weiter. Also diese Entwicklung, die wirkt bis heute nach, die hat sich nicht verändert. In dieser Situation haben wir uns sozusagen als Notwehr gegen das, was die Sozialdemokraten und die Grünen gemacht haben, gegründet, hatten großen Zulauf als WASG. Und vielleicht eine Anmerkung, was wir eigentlich hingekriegt haben damals, das sieht man daran, wenn man die Piraten betrachtet oder auch die AfD, wie schwierig es ist, eine Partei hinzukriegen. Also ich bin überzeugt, auch Thomas, ich habe mir es jedenfalls leichter vorgestellt. Und wie kompliziert es ist, das sieht man bis heute. Denn es ist ja so, dass diese richtige, sozusagen eine Partei mit gleicher Stimme, da arbeiten wir nach wie vor dran, notwendigerweise. Und es zeigt die Komplexität des Themas, aber es zeigt auch, dass es geht. Wir haben es jedenfalls, was die WASG angeht, als kleinere Gruppe, als eine der Quellparteien der heutigen Linken, wir haben es geschafft, den Laden zusammenzuhalten und das war schon mit heutigen Maßstäben gemessen ein Riesenerfolg. Was haben wir erreicht? Aus meiner Sicht haben wir von dem, was wir uns vorgenommen haben, mindestens genauso viele Baustellen wie damals. Also die Verteilungsgerechtigkeit ist ein Riesenproblem, ein Riesenproblem. Die Löhne halten mit der wirtschaftlichen Entwicklung nicht mehr mit, das war einer unserer Kernsätze. Zweitens, wir haben einen riesigen Korrekturbedarf an den Sozialsystemen. Auch da sind unsere Forderungen richtig und sind noch nicht erfüllt, im Gegenteil. Wir haben, wie man aktuell sieht, auch große Probleme, was die Friedenspolitik angeht. Auch da sind wir, also nicht militärische Politik, auch da sind wir noch weit davon entfernt. Aber was wir erreicht haben, war,
dass wir diese Themen wieder auf die Tagesordnung gesetzt hatten. Sie waren 2003 nicht mehr präsent. Da war es selbstverständlich, dass die Löhne sinken. Da war es selbstverständlich, dass man am Sozialsystem abschnipselt. Da war es selbstverständlich, dass man sich in eine Richtung von Auslandseinsätzen bewegt unter Rot-Grün. Da wurde nicht mehr darüber diskutiert. Unser wesentlicher Erfolg besteht darin, diese Themen auf die Tagesordnung gesetzt zu haben und alle Parteien ein Stück weit verändert zu haben. Also dass heute teilweise die Kanzlerin bezeichnet wird als eine, die schon in der SPD wäre, ist ja, ich glaube nicht, dass sie das ganz freiwillig so gemacht hat, wie sie es macht. Übrigens auch nicht die SPD jetzt, dass sie ihr Programm zur Bundestagswahl zum Beispiel so formuliert hat, wie sie es gemacht hat, auch wenn sie sich hinterher nicht mehr daran erinnert. Also das, glaube ich, ist unser Erfolg, ein Stück weit die politische Agenda tatsächlich verändert zu haben. So, wie geht's weiter? Aus meiner Sicht ist es dringend notwendig, dass wir die Partei nach innen weiter konsolidieren. Das ist eine der Voraussetzungen, da geht es vor allen Dingen auch um die Mitgliederfrage. Und Voraussetzung dafür ist auch die Fairness innerhalb der Partei. Ein zentraler Punkt. Gerechtigkeit ist auch eine Frage der innerparteilichen Verhältnisse. Je fairer man in der Partei miteinander umgeht, wir sind ja nun mal unterschiedliche Strömungen, unterschiedliche Quellenparteien, umso eher hat man Erfolg. Immer wenn es unfair zugeht, lässt der Erfolg nach. Also eine Voraussetzung. Zweitens, jetzt geht es natürlich daran, dass wir den zweiten Teil von dem, was wir wollten, umsetzen. Der erste Teil war sozusagen Widerstand auch gegen das, was wir vorgefunden haben. Jetzt geht es natürlich auch ein Stück weit ums Gestalten. Deswegen werden wir natürlich unsere Vorstellungen einbringen, wie das Rentensystem in diesem Lande auszusehen hat. Und da brauchen wir nur dringend Korrekturen. Auch unsere Vorstellungen, wie man einen Mindestlohn gestaltet. Wenn jetzt zum Beispiel unter 18-Jährige ausgenommen werden sollen, was ich jetzt höre von Frau Nahles, bei einer Frage des Mindestlohns, das ist doch absurd. Dann haben wir zwei Leute, die arbeiten dieselbe. Einer ist jünger, der kriegt dann weniger für dieselbe Arbeit als einer, der ist älter. Ich halte es auch für grundgesetzwidrig. Also vollkommen, also wirklich vollkommen daneben. Da ist unsere Frage, wie man das regelt, unsere Positionen, wie man das regelt, einzubringen. Die ganze Frage der Wiederherstellung von guter Arbeit, wie man das macht, glaube ich, da sind wir als Linke prädestiniert dazu, unsere Vorstellungen einzubringen, insbesondere auch im Zusammenhang mit den Gewerkschaften. Ja, insofern bleiben wir dabei. Das, was wir erreicht haben, war erfolgreich. Ich glaube, anders war es nicht möglich, als wie wir es gemacht haben, auch was die Fusion anging. Wir sind noch weit entfernt von dem, dass wir unsere Ziele erreicht haben. Daran müssen wir weiter arbeiten in der gemeinsamen Partei. Aber wir haben erreicht, dass wir vielen Menschen, die nach 2003 von den Parteien überhaupt nichts mehr wissen wollten, die sich verraten und verkauft fühlten von dem, was praktische Politik bedeutet hat, dass wir denen wieder zumindest eine wählbare Alternative gegeben haben. Wenn man den Blick nach Europa wendet und guckt, wie dort, das wird ja gleich mein Kollege Thomas Hedl genauer ausführen, wenn man guckt, was da auch in der Parteienlandschaft los ist, da kann ich nur sagen, eigentlich könnten alle froh sein, auch die politischen Gegner, dass es für uns die Linke gibt, sonst hätten wir vielleicht ganz andere Spektren bei uns in der Republik und im Übrigen auch die Gewerkschaften könnten uns sehr dankbar sein, weil wir sie aus der Defensive herausgeführt haben, durch das, dass die Menschen in dem Land wieder eine wählbare Alternative haben. Thomas. Ja, ich dachte schon, Klaus landet jetzt völlig in meinem Text, aber ich kann gut daran anschließen. Die Initiative Arbeit und soziale Gerechtigkeit war damals weder vordringlich ein parteipolitisches Projekt im ersten Anlauf, noch war es ein europäisches Projekt. Europa hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm und uns ging es um die Frage soziale Gerechtigkeit und das fokussiert auf die Sozialdemokratie unter dem Aspekt Agendapolitik, da wollten wir was bewegen. Im Zuge der Entwicklung und in der Debatte der Herausbildung der neuen Partei wurde dieses Projekt zunehmend mit einem europäischen Horizont versehen. Aus zweierlei Gründen. Erstens haben wir auf der europäischen Ebene mit dem, was wir gemacht haben und was dann sehr erfolgreich war bei den ersten Bundestagswahlen, auf der europäischen Ebene Zeichen gesetzt. Andere europäische Parteien waren sehr verwundert. Die Westdeutsche Linke, die nichts zusammengekriegt hat in den Jahren nach 1945, startet plötzlich durch als gemeinsame Deutsche Linke und kriegt so ein Ergebnis auf Bundestagswahlen zustande. Das hat bei anderen, in anderen Ländern durchaus Parteientwicklungen induziert, die wir heute sehen, die in den letzten Jahren sich verstärkt haben.
und ein Ergebnis haben werden, das zumindest nach den Prognosen nahezu eine Verdopplung der europäischen Linken im Parlament bedeuten könnte. Wir versuchen das auch zu realisieren, und zwar nicht nur in den Krisenländern durchaus, sehr wohl in Griechenland, in Spanien, in Portugal, in Frankreich. In verschiedenen Ländern hat eine neue linke Bewegung nach unserem Strickmuster begonnen zu arbeiten und fahren nun bei den Europawahlen mit großer Wahrscheinlichkeit die Früchte dieser Entwicklung ein. Der zweite Punkt, das sei nicht zu viel der Ehre für unser Beispiel, das wir gesetzt haben. Natürlich ist die Entwicklung dieser Länder und dieser Parteien auch induziert, ganz wesentlich induziert durch die politische Position, die dort die jeweils sogenannten sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien in neoliberaler Ausprägung vollziehen. Da generiert sich in den Ländern Widerstand gegen diese Politik, und das folgt der Linie, mit der wir damals angetreten sind, um deutlich zu machen, diese Linie wird nicht akzeptiert, gegen diese Linie protestieren wir und gegen diese Linie versuchen wir, eine Alternative zu formulieren. Nun hat Klaus darauf hingewiesen, und mir ist der alte Satz eingefallen, weil er sagte, heute haben wir eigentlich mehr Aufgaben wie damals. Und das klingt fast so ähnlich wie, je mehr ich weiß, desto mehr weiß ich, dass ich nichts weiß. So ähnlich kommt uns das vor. In der Tat, die Baustellen sind auf europäischer Ebene größer geworden. Und es geht uns nicht ausdrücklich nur um die Frage Protest oder Stachel im Fleisch der Sozialdemokratie zu sein, sondern wir wollen gesellschaftliche Alternativen formulieren. Auf der europäischen Ebene sind wir zu einem relevanten Ansprechpartner für die Gewerkschaften in Europa geworden. Wir sind für viele Gewerkschaften in Europa die erste Adresse als Linke und machen dort eine ordentliche Beschäftigung und Sozialpolitik, eben nicht nur in Form eines Protestes, sondern wir wollen ein Europa der sozialen Gerechtigkeit. Wir machen das über die parlamentarische Arbeit genauso deutlich wie über die außerparlamentarische und versuchen dort Wesentliches zu gestalten, was an sozialen Mindeststandards, was an europäischem Mindestlohnniveau notwendig ist, formulieren wir dort, und wir finden auch auf der parlamentarischen Ebene immer stärker Bündnispartner. Ich will deutlich sagen, unsere Aufgabe auf der europäischen Ebene, auch innerhalb der europäischen Linken, ist im Moment eine sozialpolitische Situation, die dazu geführt hat, dass wir in 18 von 28 europäischen Mitgliedstaaten schwere Verwüstungen bei den Arbeits- und Sozialrechten, bei den Sozialstandards zu verzeichnen haben. Bislang ist auf der deutschen Ebene da noch nicht viel zu spüren, aber ich glaube, und jeder weiß das, wenn sich so ein europäischer Standard herausbildet, der in Lohndumping und dem Zurückschrauben von Arbeits- und Mitbestimmungsrechten bis hin zum Streikrecht mündet, dann wird auch die deutsche Ebene irgendwann nicht mehr verschont werden. Insofern gibt es eine immer enger werdende Verzahnung von deutscher Parteipolitik, unserer Linken in Deutschland, mit der europäischen Ebene und natürlich auch mit der parlamentarischen Fraktion im Europaparlament. Das ist wichtig, daran arbeiten wir, da haben wir noch jede Menge zu tun und jede Menge Möglichkeit, das zu verbessern. Wir sind wild entschlossen und wir sind guter Dinge, nach den Europawahlen am 25. Mai im Europaparlament die drittstärkste Fraktion zu stellen. Und das wird dann auch den Einfluss der europäischen Linken deutlich verstärken. Dieses Europa, zum Schluss, dieses Europa ist nicht mehr wegzudenken. Dieses Europa hat eine Menge Kritikpunkte, die wir mit unserem Programm und unserer tagtäglichen Arbeit massiv formulieren. Wir wollen ein anderes Europa, das sozial gerechter, solidarischer, friedlicher und vor allem demokratischer ist. Das ist die Intention nicht nur der deutschen Linken, sondern auch der europäischen Parteienfamilie. Da wollen wir hin und daran arbeiten wir mit allen Kräften. Vielen Dank.